Hallo Leute, hi Freunde. Ja, wir sind mal wieder unterwegs. Es geht in den Schwarzwald, noch ganz schön frisch heute Morgen. Wir sind in Oberndorf. Ja, wäre schön, wenn ihr mit dabei seid. Bis später. Hey, komm mal her. Da unten kommt Olli. Schwerste Arbeit, Leute. Da hab ich richtig gut. Ja, was haben wir eigentlich vor? Wir wollen uns mit drei anderen YouTuber treffen auf einer Hütte. Ziemlich anstrengend bisher. Ja, das hier ist Olli, der Organisator der ganzen Sache und das Zugpferd der ganzen Geschichte, wie ihr seht. Meine Hochachtung, hätte ich nicht machen wollen, ganz ehrlich. Aber er hat es gemeistert. Ja, es ist schon sehr heftig. Man versinkt hier immer im Schnee. Olli mit seiner Pulka hat größte Schwierigkeiten, sogar wir sinken ein. Und da oben wird es nicht besser. Schneckentempo. Ich hoffe, wir kommen noch hoch. Ja, wir sind, glaube ich, jetzt schon 5 oder 6 Stunden unterwegs. Ja, kommen einfach nicht weiter. Ich versink schon. Nicht bei jedem Schritt. Ah, schaut mal, wie sie aussieht. Ist das nicht ein geiler Ausblick? Ja, Olli hat schwer. Er sinkt immer voll ein. Bin gespannt, ob wir noch zur Hütte kommen. Oh, Alpenblick. Werdet ihr nicht sehen, aber ich. Ja.
Ja, wir werden heute und morgen noch zu zweit sein. Und übermorgen werden drei weitere YouTuber eben zu uns stoßen. Der Wolkenfänger, Harald Rohler und Walking Eddie. Alle Teilnehmer werde ich natürlich unten verlinken. Aber erstmal weiter. Ah, wir sind oben, das heißt, ich bin oben. Olli kommt noch. Ja, aber noch nicht bei der Hütte. Und bald Nacht. Guten Morgen, guten Ja, wir haben es dann doch noch geschafft. Wir kamen zwar im Dunkeln an und die Hütte war auch nicht leer. Da war schon jemand drin, aber wir haben uns natürlich arrangiert. Wir haben eine warme Nacht verbracht, also die Hütte war schon gut geheizt, haben unsere nassen Sachen, wir waren also gerade Schuhe und Socken, egal ob Gore-Tex oder wie auch immer sie imprägniert waren, die Schuhe waren nass, die Socken waren nass und wir waren wirklich überglücklich, da oben angekommen zu sein. Wir haben dann den nächsten Tag noch bei bestem Wetter da oben verbracht. Wie ihr seht, lag noch reichlich Schnee und haben Holz gesammelt. Haben uns ausgeruht, auch Maya hat sich ausgeruht. Ich habe mein Zelt aufgebaut, denn ich wollte die nächste Nacht draußen schlafen. Wir haben die Feuerstelle frei gemacht. Wir haben natürlich gegessen und getrunken. Und so verging der erste Tag, ja, wie gesagt, bei bestem Wetter. So. Barfuß, it's good for me. Barfuß. Maya. Auf der Suche nach einem Zeltplatz. Medile, komm. Holztransport. Boah, tiefer Schnee. Ja, mal. Noch strahlender Sonnenschein, aber heute Abend wird noch es regnen. Mal gucken, ob unser Zelt wirklich wegschwimmt. Ja, so haben wir den ersten Tag da oben verbracht, in Erwartung der anderen drei. Wir wussten ja, dass das Wetter schlechter wird, dass es regnen sollte in der Nacht. Auch ich musste nachts ausziehen aus dem Zelt, eben weil mir der Schnee unterm Zelt weggeschmolzen ist, ich immer tiefer eingesunken bin und ja, irgendwann lief das Wasser oben rein und ich habe in der Hütte Zuflucht gesucht.
Und am nächsten Tag sollte es wirklich eklig werden. Harald musste leider abbrechen, weil es wirklich so schlimm kam, dass er sogar mit seinen Schneeschuhen Probleme hatte. Die brachen einfach in zwei. Und auch Jürgen und Carsten hatten größere Probleme hochzukommen. Aber letztendlich alles gut. Sogar Harald kam am nächsten Tag noch hoch. Und ja, so haben wir noch zwei schöne Tage, das heißt eineinhalb schöne Tage da oben verbracht. Es war bewölkt, aber es hat Gott sei Dank nicht geregnet. Wir haben wieder Holz geholt. Und hier seht ihr die zwei Helden nach der Rettungsaktion der Lebensmittel. Die haben sie am Vortag zurückgelassen und sind da wirklich nochmal, ja, ich glaube, 2 Kilometer zurückgelaufen und wieder her, um die Lebensmittel herzubringen. Auch das ein, ja, ein spaßiges Projekt. Herzlichen Dank. Ah. Ja, natürlich. Na ja, alles gut. Hier ist Olli wieder unterwegs, unermüdlich. Ihm sowieso noch einmal vielen Dank für die ganze Aktion. War eine tolle Geschichte, super anstrengend, für alle denke ich unerwartet anstrengend, aber ein schönes Erlebnis. Ja, aber die Zeit lief, es ging langsam zu Ende. Hier bin ich mit Maya unterwegs, nochmal spülen. Und dann ging es daran, alles zusammenzupacken. Wir haben die Hütte natürlich sauber verlassen. Wir haben auch einen kleinen Holzvorrat dagelassen. Und der Wettergott meinte es auch gut, es hat nicht geregnet. Alles zusammengepackt. Und es ging weiter. Wir haben uns getrennt und ich ging allein mit Maya Richtung Bushaltestelle. Die anderen mussten zurück zu den Autos mit Pulka und Fahrrad. Also sicher auch noch eine interessante Rückwanderung. Da hatten wir schon leichter. Wir gingen den Berg runter nach Bad Rippoldsau. Der Schnee wurde weniger. Irgendwann gab es sogar eine Straße, also der reinste Luxus. Und was es eben auch gab, immer und überall Wasser. Schlaf zu. Ja, so gerne Maya auch unterwegs ist mit mir, genauso freut sie sich, wenn es auch wieder nach Hause geht. Und so war es jetzt. Es ging nach Hause.
Bleib hier mal. Wir suchen eine neue Kanustrecke. Komm her. Na komm, Maya. Guck hier. Ist ja Wasser. Ja, ist das fein. Mädeli. Es ist kalt. Hä? Komm. Na komm her, ja. Hier ist schlecht. Komm her. Hier. Ich hol dich nicht raus. Bleib hier. Willst du ans Wasser? Oh, das ist tief. Komm her, du. Komm. Na? Da hast du dich beschätzt, oder? Komm schon, na komm, hier fein. Es ist kalt, komm, wir gehen weiter. Schön, dass ihr dabei wart, Leute. Bleibt geschmeidig. Bis dann.